Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Subnautica. Hier ist der Jones. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ich habe schon mal ganz schnell zwischen der letzten und dieser Folge mein Inventar weitestgehend leer gemacht, weil wir hier sonst den Raum gar nicht hätten können abbauen. Und der war ja leer hier. Zack. Bauen wir hier die Plattform noch ab. So, jetzt kommt die Geschichte mit der Andockbucht. Das wird wieder ein kompliziertes Ding, das hier. Wenn ich die so baue, ich weiß nicht, ob das so wirklich cool ist. So. Irgendwo schon hier mit diesen Stützen, aber. Tja. Lässt sich halt hier nicht andocken dann, ne? Ach Mann. Und die Plattform kann ich nicht wegmachen, sonst müsste ich den ganzen Raum wegnehmen. Scheibenkleister. Ein Glück, dass wir das ganze Material wieder zurückbekommen. So, schnell mal noch einen Schluck Kaffee getrunken. Vielleicht geht der Frosch im Hals dann weg. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt hier eine Plattform hinbaue... Kommt dann eventuell die Andockbucht 1 nach oben. Nee. Er setzt die nicht eins höher. Müsste hier hin. Aber er setzt sie nicht hier hin. Warum denn nicht? Warte mal. Wenn ich mir noch kurz ein bisschen Titan hole... Welcome aboard, Captain. So. Und jetzt hier noch eine Plattform dran setze. Einmal da. Einmal hier. Dann müsste er doch die Andockbucht da drauf stellen können. Nee, will er nicht. Ach ja, ich hab's mir gedacht, das wird wieder ein kompliziertes Ding, das hier. Wie können wir das denn sonst machen? Hä? Was macht er denn da? Hä? Das sieht ja gut aus. Alles klar, ey. Also hier würde er sie hinbauen, dann steht die allerdings genau vor meinem Wasserfilter. So, und dann haben wir das Problem, dass wir hier nicht gut rein und raus kommen mit dem Ding. Ich hätte die so gern hier hingebaut, das... Ach ey, ist aber jedes Mal irgendwas. Hier stellt er sie auch nicht hin. Hier würde er sie hinstellen, dann steht sie aber zu tief. Da wäre sie richtig. Okay, wir machen das ganz anders. Okay, das hier hat ja alles keinen Sinn. Wir machen das jetzt ganz anders.
Wir bauen als allererstes die Andockbucht. Und von der Andockbucht aus bauen wir uns dann eine neue Basis. Einen neuen Raum mit neuen Plattformen, die dann auch direkt an der Andockbucht dran stehen. Vielleicht müssen wir das einfach von der Seite aus aufziehen. So, hier würde er sie hinstellen. Ich will ja nicht so weit weg von meinem Vulkan. Probieren wir das mal hier irgendwo. Könnt ihr doch hier gut so hinsetzen. Warum macht er das denn nicht? Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Schwieriges Unterfangen. Warum ist denn immer bei mir die Andockbucht so kompliziert? Das kann doch nicht sein. Habt ihr die Probleme auch mit der Andockbucht? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ach, Menschenskinder, ich erinnere mich, dass das früher irgendwie leichter war. Können ja mal zu der Seite hier. Hier so hinbaue, könnte man hier vielleicht noch eine Plattform hinmachen und dann hier vorne den Dings hinstellen. Das wäre doch eine Maßnahme. Probieren wir das mal. Wir bauen die mal hier. Falls es nicht funktioniert, kriegen wir das Material ja wieder zurück. Ist ja nicht so schlimm. Wobei mir das eigentlich auch nicht so wirklich... Obwohl, es geht. Doch, das würde gehen. So, hier ist auch das Wasser. Ja, es ist nicht so tief. Aber wir können ja auch von der Seite aus dann mit dem Dings anlegen. Oder warte mal. Holen die mal nochmal weg. Er hat sie hier hingesetzt gehabt. Jetzt setzt er sie aber nicht neu hier hin. Wenn wir die so setzen, dann hüllt er das da noch aus. Aber dann sitzt die wieder zu tief da vorne, ne? Ich glaube, hier ist dann doch noch irgendwo am besten. Wenn ich die so setze. Boah, hat er jetzt hier ein Loch reingestemmt? Ach du Kacke. Mein lieber Scholli. So, aber das würde doch hier funktionieren. Obwohl, ist auch nicht so besonders... Naja, gut, wir könnten mit dem Terraformer hier ein bisschen das Material wegmachen. Huch. Oh. Oh, das hier ist... Ach so, das hatten wir ja schon mal. Das dann hier die... hier ist jetzt noch der Berg im Weg. Den sieht man nur nicht. Die Kollisionsabfrage ist noch nicht weg. Dafür muss man dann... Deswegen kann ich auch hier auf dem Wasser laufen. Komme ich denn jetzt hier überhaupt wieder raus? Oh, nee. Komm, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst.
ey, ist das genial, ist das genial. Jetzt komme ich hier nicht raus. Jetzt bin ich hier reingeschwommen und komme aber nicht mehr raus, weil ich die ganze Zeit auf diesem... Ah doch, Gott sei Dank. Weil ich die ganze Zeit auf diesem Berg rumlaufe. So, und wenn man dann hier sagt, man käme dann hier so an. Nee, das gefällt mir. Mir gefällt das nicht. Ich finde es einfach nicht wirklich super. Gar nicht so einfach, so eine Andockbucht so zu setzen, dass die mir auch gefällt. Ein schwieriges Unterfangen. Gleich habe ich hier alles abgebaut. Mit der Andockbucht. Wenn wir die so setzen, so wäre, glaube ich, besser. Da ist hier ein bisschen mehr Platz drunter. Komm, wir machen das mal. So. Dann würden wir hier mit dem Terraformer hier unten drunter ein bisschen ausgraben. Dann haben wir hier tiefes Wasser. Da können wir mit der Miss Jones demnächst dann hier hinfahren. Und mit dem Terraformer buddeln wir uns hier noch so ein bisschen was weg. Ich glaube, das ist okay. So. Jetzt machen wir mal die hier ab. Große Basisbaufolge. So, sehr schön. Einmal. So. Nein, ich will die nicht dahin. Ich will die eigentlich hier unten dran setzen. Na ja, gut, egal. Halb so wild. Dann machen wir mal einen einfachen Korridor. Ne, wir machen mal noch eine Plattform. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Gerade mal auftauchen, schnell mal Luft holen gehen. So. Plattform hin. So. Jetzt ist das schon mal da angedockt. Sehr schön. Dann machen wir hier den hin. Den nach da. Oh, kein Material mehr da. Welcome aboard, Captain. Schnell mal Titan besorgen. Und Wasser könnten wir auch mal trinken. Weil es so schön ist, hauen wir uns noch einen Spatenfisch um den Grill. So. Zack. So. Und jetzt könnte man sagen, wir machen hier einen Mehrzweckraum dran. Hoffentlich dockt der die Räume jetzt nicht an. Dann macht mein Aquarium futsch. Macht er nicht. So, alles klar. Sehr schön. Das funktioniert. Das funktioniert. So. Und dann können wir hier das Fenster mal dekonstruieren. So. Und dann haben wir hier einen schicken Mehrzweckraum.
Vielleicht sollten wir hier auch anstatt des normalen Korridors einen T-Korridor machen. Kann ich die abbauen? Ah ne, da müsste ich erst das da alles wegmachen. So, okay, dann machen wir anders. Wir bauen uns mal hier gerade eine Luke dran. So. Und ist die dreckig? Wir mal Fenster putzen hier. So, wir haben keine Energie hier drin, deswegen verlieren wir hier auch Sauerstoff. Aber ich kann ja Solarmodul bauen. Mal eben schnell. Eines hier draufsetzen. Wo stellen wir die denn hin? Vielleicht hier hin, gerade. Hier wird dann so die Stromecke sozusagen. Geht nicht. Okay. So. Und dann. Okay, wir haben keinen Titan mehr. Da ist der Bioschrank. Machen wir das mal leer. Und dann tun wir den dekonstruieren. So. Und da können wir jetzt immer hier so. Schwuppdiwuppdiwupp. Hier kommt nochmal das Fenster rein. Was ist denn? Kein Glas mehr da. Na gut, dann eben nicht. Dann Geräte. Hängen wir mal ein paar Schränke auf. So. Dann ist jetzt hier wieder der Bioschrank. So, jetzt kommt der große Umzug, kommt jetzt sozusagen. Aha. Ach, da ist ja noch Titan. So. Schrank bauen. Titan. Machen wir nur noch drei an jede Seite. Titan. So. Und ein bisschen Kram rüberschleppen. Seegleiter nehmen wir mal mit. Ein bisschen Quarz mitnehmen. So. Titan, Titan. Das wird dann Kupfer. Kupfer. Quarz. Das wird Silber. Gold. Wie viel Platz haben wir? Ja, nicht so wirklich viel. Ja, schauen wir mal, was wir noch reinkriegen von drüben, dass wir die Schränke leer bekommen. Fangen wir mal gerade hier hinten an. So. Können wir den auch schon dekonstruieren. Sehr schön. So, Diamant. Dekonstruieren. Okay, das kriegen wir jetzt nicht mehr rein. Hier jetzt Diamant. Zack.
So. Ach, Blei brauchen wir noch, ne? Weiß noch gar nicht wofür. Machen wir mal hier hin. Lead. Hab ich hier Lead? Ne. Diamant, Diamant, Diamant. Quecksilb. So. Hab ich gerade keins da. So, gehen wir nochmal rüber. So. Den abbauen. Da ist das ganze Salz drin. Schrank ist voll. Silber und Gold ist voll. Kupfer ist voll. Eieieiei. Den können wir abbauen. Passt gar nicht alles rein. Eieieiei, der große Umzug. So. Quecksilber, was hätten wir hier? Lead, ne? Ah ne, war mal Lead war hier. So, Salz. Salz, 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 Salz. Oh, gar nicht. Ja, machen wir hier das Salz rein. Und, Quecksilbererz kommt dann hier rein. So, dann gehen wir mal das Salz holen. Gucken wir, dass wir den Schrank auch abgebaut kriegen. Das passt nicht. Das passt nicht. Also ein kleiner Umzug hier, das geht ja noch, ne? So wirklich nur ins Nachbarhaus einziehen. Das ist halb so schlimm, aber wenn das mal richtig weit wird oder so, dann da ist man dann schon eine Ewigkeit beschäftigt, bis man da mal alles Rüben hat. Wir könnten nur mal einen Tools-Schrank machen. Ja komm, wir gehen erst den anderen abbauen, dann machen wir mal einen Werkzeugschrank. Wo wir so überflüssige Sachen dann reinpacken, die wir erstmal im Moment nicht brauchen. So, den bauen wir ab. Den abbauen. Na, passt alles nicht mehr rein. So, dann machen wir mal hier. Tools. Da kommt mal der Sägeleiter rein, da kommen mal die zwei Batterien, drei, vier Batterien rein, das kommt da rein. Das Werkzeug hier kommt da mal gerade rein. Die Energiezelle. Was haben wir denn hier noch? Hier ist noch was für den Bioschrank. Das kommt in Bio. Silikongummi. Silikongummi. Naja, komm. Machen wir hier noch das Salz rein. Dann gehen wir nochmal rüber. Machen nochmal weiter leer. Welcome aboard, Captain. So, der ist schon leer. Abbauen. So, da ist Quarz. Und ein paar Tools. Das passt nicht mehr. Na gut. So, dann haben wir es ja so gut wie fertig. Ich würde sagen, jetzt wir haben schon wieder Überlänge. Ich würde sagen, ich bin an der Stelle mal raus, mache den Rest dann offline, ziehe hier komplett rüber sozusagen. Ist ja nicht mehr viel.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir hier soweit alles fertig. Und da fällt mir ein, ich muss ja eine Wand noch freilassen später. Ah, ich will ja später noch anbauen. Und da soll noch ein Fenster rein. Ja, da muss ich doch mal schauen. Ich überlege mir das mal gleich offline. Danke danke euch fürs Zuschauen. So, jetzt kriege ich den Satz auch zusammen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.